Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing im neuen Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Genau, und ich hatte einfach mal Lust, wieder ein Unboxing zu machen und deswegen gibt es heute den Nikon ML-L3 Fernauslöser für Nikon-Kameras, den Hänel Extreme HLX EL14-14A Akku für Kameras und das Rollei Stativ C50i. Rolle, wie auch immer. Das ist noch von Weihnachten übrig, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist einfach nur ein kleiner Fernauslöser, sozusagen eine kleine Fernbedienung. Hier in einer kleinen Tasche. Das ist eins von meinen kleinen Weihnachtsgeschenken hier. Da ist er. Ein kleiner Fernauslöser. Den wollte ich euch mit zeigen. Genau. Des Weiteren habe ich mir vor kurzem diesen Akku hier gekauft für meine Kamera. Den habe ich schon mal ausprobiert, aber auch wirklich reinpasst, ob es das passende Modell ist. Deswegen ist der Karton schon öfters oder einmal aufgemacht worden. Jetzt hänge ich hier fest. Gut, da haben wir hier die Heckwand mit raus. Auch gut. Hier haben wir den Akku. Der ist nicht allzu groß mit Akkuschutz. Und das ist ein Spezialakku. Der eigentliche Akku liegt hier in der Verpackung hier innen drin. Und da ist nochmal von der von der Silikonummantelung umgeben und ist so Hitze und Kälte fest und hat so eine Art Fallschutz mit drin. Also der ist für Outdoor gedacht. Genau. Den packe ich jetzt ja auch noch mit dran. Und nun zum Stativ. Das ist ein Rollei-Stativ 4 in 1. Wir haben hier Makro Mini und Tripod Stativ und Monopod, also Dreibein- und Einbein-Stativ. Hier an der Seite steht nochmal alles dran, was hier möglich ist. Also hier in Deutsch. Ich muss das jetzt mal ein bisschen schräg halten hier. So. Genau, wir haben hier ein vierfach ausziehbares 4-in-1-Stativ. Mit 3D-Kugelkopf. Es ist Aluminium-Stativ, kein Carbon. Wir haben hier Wasserwagen mit dran. Zwei Schnellwechselplatten. Man kann es zum Einbein-Stativ umbauen. Man hat eine drehbare Mittelsäule mit Säulenbremse und Schnellklemmfunktion. Und wir haben einen rutschfesten Schaumstoffgriff an einem Stativbein. Genau, hier drüben steht nochmal dran, 43 cm Packmaß und hier vorne das kennt ihr schon. Unten steht nichts großartig dran, oben nochmal Rolle Stativ C50i. Genau, das wollen wir jetzt mal auspacken. Und dazu habe ich hier schon mal upala, was vorbereitet. So. Und das wollte halt, ich stellen wir für euch scharf. So. Und jetzt packe ich das mal weg. Das stört nämlich. Ich habe es selber noch nicht reingeguckt. Das ist jetzt extrem spannend. Ich möchte es nur unboxen, nicht reviewen, weil das passt nicht alles auf ein Kamerabild. Ah ja. Das Stativ kommt direkt in einer Tasche. Hier mit praktischem Tragegurt. Hier ist eine Seitentasche dran. Da ist was drin. Wir haben hier, keine Ahnung, ich denke mal, das ist so eine Art Tasche für irgendwas Spezielles. Das ist recht cool mit Karabinerhaken. Schraubenschlüsselset für das Stativ. Auch ziemlich spannend. Ist hier noch was drin? Ach ja, hier ist die zweite Schnellwechselplatte. Wir haben zwei dazu. Zwei solche Platten. Eine ist wahrscheinlich, denke ich mal, schon draufgeschraubt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Solche Platten sind es, die macht man unten an die Kamera ran. Hier mit dem Gewinde. So, da habe ich rangesucht. Und das kann man dann aufs Stativ draufstecken. So ist es gedacht. Weiter ist hier nichts drin. Ne? Dann packen wir mal hier oben alles. Hier ist das Stativ. Das eigentliche Stativ ist hier. Da kommen wir gleich zu. Des Weiteren haben wir hier noch ein Benutzerhandbuch, User Guide,
ja, wie das alles aufgebaut wird, das werde ich mir mal durchlesen. Das ist vielleicht ganz nützlich. Dann haben wir hier noch eine Garantiekarte. 2 Jahre Laufzeit. Auch sehr wichtig. Und ja, noch so ein, ich weiß nicht, Feuchtigkeitsansauger, da die Feuchtigkeit drin nimmt, glaube ich. Genau, dann räume ich das mal zur Seite hier und wir kommen mal zum, hoppala, jetzt ist mir das rausgefallen. Wir kommen mal zum eigentlichen Stativ. Aua, jetzt ist es mir auf den Fuß geflogen. Ich sitze so ein bisschen im Schneidersitz da. Genau, hier haben wir das Stativ, so rum. Man muss die Stativbeine hier rumklappen, dass die richtig rum sind. So ist es richtig, so ist es richtig und so ist es richtig. Und dann hat man hier das Stativ, hier ist die Mittelsäule. Da ist das Stativ ausgeklappt und dann kann man hier jedes einzelne Segment, das heißt, wenn man das öffnet, hat man nochmal ein Segment, das kann man noch extra öffnen und das. Dann kann man hier den Fuß rausziehen. Da ist er. Und das geht bei jedem einzelnen Segment. Genau. Dann hat man hier noch solche Klemmverschlüsse, die ja, das Rutschen verhindern. Die Mittelsäule kann man hier über den Nippus aufdrehen. Dann hat man hier noch ein kleines Schräubchen. Und dann kann man hier die Mittelsäule dementsprechend ein- oder ausfahren, wie man das gerne hätte. Genau. Und das ist ein ziemlich kompaktes Stativ. Wir haben ein Packmaß von 43 cm. Das ist eigentlich relativ gut. So. Und hier oben ist der Kugelkopf drauf. Hier mit Stativfunktion, also hier mit Schwenkfunktion. Dann hat man hier oben eine kleine Wasserwaage dran, dass es auch alles schön gerade steht. Hier ist noch eine Wasserwaage dran. Und hier auch. Und das hier ist der Stativkopf, den ich euch gezeigt habe. Es sind 2 da. Falls mal einer verloren geht, hat man immer noch einen zweiten. Das finde ich sehr gut, weil die Stativköpfe sind relativ teuer, dafür, dass die nur so klein sind. Und dass man hier bei dem Stativ schon 2 dabei hat, ist das echt super. Genau, falls ich ab und zu mal objektiv sage, tut mir das leid. Manchmal habe ich so ein bisschen einen Versprecher drin und deswegen verspreche ich mich da meistens. Hier hat man nochmal das Rollei-Logo drauf. Und hier nochmal so eine ja, so ein Drehknauf, dass man hier oben den Kugelkopf passend bewegen kann. Genau, das war's auch schon dazu. Und jetzt haben wir hier am Objektiv so ein Trage, am Stativ, haha, jetzt ist es mir aufgefallen, hat man hier so eine Trageschlaufe, sage ich jetzt mal, dass es angenehmer ist, das zu transportieren. Des Weiteren haben wir hier so einen Wimpel dran, den würde ich euch gerne noch zeigen, der ist wichtig. Und zwar steht hier nochmal drauf, Stativ C50i. Und hier wird es auch schon wichtig. Und zwar ist es sehr unkomfortabel. Warte, ich schneide euch das mal ab. Sonst muss ich das Stativ hier auf sehr komische Art und Weise halten. Genau. So, wir haben hier auf jeden Fall einen 360 Grad Kugelkopf. 4:1 Stativ. 159 cm maximale Ausfuhr, also man kann das auf 1,59 m teleskopieren. Dann hat man hier minimal ausgezogen 21,5 cm, Packmaß 43 cm und es wiegt 1 Kilo und 660 Gramm, kann 8 Kilo tragen, also 8 Kilo an der Kamera muss man erstmal zusammenkriegen und man hat eine 24 Monate Austauschservicezeit, also 2 Jahre. Genau, hier ist nochmal das Stativ C50i drauf. Es gibt es in verschiedenen Farben, blau, rot, etc. Ich habe es in Silber. Genau, und das war's auch schon. Der Fernauslöser kostet 25 Euro, unverbindliche Preisempfehlung, so ungefähr. Das Stativ hier 160 Euro ungefähr und der Akku nochmal 50 Euro. Das wollte ich noch sagen. Alles in allem bin ich sehr stolz und habe mich gefreut, das Unboxing machen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo und ein Like da. Und damit würde ich mich bedanken. Macht's gut, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Tschüss.